Aber wie reagiert ein Gläubiger und ein Muslim, wenn er sowas hat? Gibt er auf und mal Hände hoch. Halas, weiße Flagge. Deswegen sagte ich, es geht hier um das Wichtigste, liebe Geschwister. Und das ist die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist entweder Paradies oder Hölle. Deswegen darf man nicht einfach so aufgeben. Subhanallah, in der Dunya gibt jeder dir den Rat. Nein, gib nicht auf, wenn du zum Beispiel geschäftlich irgendwo sagst, nee, ich höre auf. Nein, gib nicht auf, kämpf weiter. In der Schule, nein, hör nicht auf, kämpf weiter. Im Fußball, kämpf weiter. Selbst beim Spielen, wenn du 2-0 hinten liegst, kämpf weiter. Hä? Und mit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn eine Einflüsterung kommt, ein Test, ich kann nicht, ich bin schwach. Schäm dich. Fürchte Allah. Fürchte Allah. Und deswegen, liebe Geschwister, sehen wir die Sahaba. Und das ist eine ganz normale Sache, die immer wieder passiert. Mit den Gläubigen. Immer wieder. Das ist eine normale Sache, die bei jedem passiert. Jeder wird getestet. Jeder hat diese Tests zu machen. Sahaba radhiyallahu anhum, alle wurden getestet mit Frau und Kinder, mit Familien, mit Eltern. Wie auch heute viele Geschwister, wallahi. Ich kenne Geschwister bei uns in Bonn, die hauen morgens ab, springen vom Fenster, um Fajr in der Moschee zu beten. Weil die Eltern die nicht lassen. Masha'Allah. Es gibt andere, die hauen ab, um in die Disco zu gehen. Großer Unterschied, ja? Masha'Allah. Und deswegen, das heißt aber nicht, dass man direkt aufgibt, wenn solche Sachen passieren. Und warum ich auch darüber rede, wallahi, so viele Anfragen, so viele Fragen, so viele Anrufe, jeder hat ein Problem. Jeder. Der eine sagt, die Arbeit lassen mich nicht beten. Der eine sagt, meine Eltern lassen mich kein Kopftuch tragen. Der eine sagt dies, der eine sagt das. Was ist los? Subhanallah. Al-Jannah. Al-Jannah. Paradies wartet auf dich und du machst schlapp. Und du weinst wegen jeder Kleinigkeit? Sei stark. Man muss stark sein. Wenn diese Sachen passiert, muss man an was Weites denken. An was? Wallahi, wenn man daran denkt, an Paradies und an Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala, dann selbst wenn ganze Berge auf dich drauf wären, ein Berg auf dich drauf wäre, würde es dir so leicht kommen wie eine Mücke.